Und ich werde dann hier den Vortrag starten. So. Gut, also wir beginnen, wie gesagt, mit der Kunst- und Architekturreise Goldene Zeitalter, die uns in den Benelux-Raum führt. Und ich darf das in dem Fall sagen, weil die Reise ist nicht von mir ausgearbeitet, sondern vom Dr. Kastler gemeinsam mit dem Architekt Hagenauer. Ich finde, das ist wirklich ein ganz ein tolles Programm. Also da lobe ich mich nicht selbst, das ist nicht von mir, aber es ist wirklich ein tolles Programm, weil es so unterschiedliche Aspekte zusammenbringt von Kunst und Architektur. Ich habe das hier ein bisschen künstlerisch originell eingeblendet. Wir haben dort nämlich einerseits natürlich, woran man automatisch denkt bei einer Kunstreise in die Niederlande, das goldene Zeitalter der Niederlande, 15. bis 17. Jahrhundert, eine Zeit, als dort die Städte und die ganze Region wirklich außergewöhnlichen Reichtum gehabt hat, aber auch außergewöhnliche Innovationskraft, neue Ideen, neue Technologien, neue Wirtschaftsformen und eben auch neue Kunstformen und Architekturformen entwickelt wurden dort. Und das haben wir natürlich unter anderem dadurch vertreten, dass da heuer zwei ganz besondere Jahre sind, nämlich einerseits das 200-Jahr-Jubiläum, das Museum in Mauritshuis und die Wiedereröffnung vom Königlichen Kunstmuseum in Antwerpen. Das ist natürlich eine tolle Sache, was jetzt so die klassische Kunst betrifft in den Niederlanden und im Benelux, aber wir haben umgekehrt auch 150 Jahre Piet Mondrian, der mit seiner Künstlervereinigung des Styles nicht nur die Kunst, sondern auch die Architektur geprägt hat. Und wir haben drum eben auch dabei einiges zur Architektur des 20. Jahrhunderts, Bauhausarchitektur und internationaler Stil. Das ist alles von dieser Künstlervereinigung geprägt und wir haben auch fantastische Beispiele von spannender Gegenwartsarchitektur. Das alles, diese unterschiedlichen Einflüsse und diese Gegenüberstellung von alt und modern, ist natürlich auch zusammengehalten dadurch, dass wir die europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2022 drinnen haben, also eine der europäischen Kulturhauptstädte. Es gibt ja mittlerweile jedes Jahr mehrere, und zwar Esch in Luxemburg. Die haben dort das Kulturhauptstadtthema so angegangen, dass sie sich auseinandersetzen wollen mit dem Übergang von der Industrie zur ökologischen, also umweltbewussten Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. Ein ganz aktuelles Thema, wie man Fortschritt, Moderne und aber gleichzeitig Umweltbewusstsein unter einen Hut bringt. Und natürlich ist das Ganze auch zusammengehalten durch unseren wirklich tollen Reiseleiter, den Architekt Hagenauer, der über Architektur und über Kunst sehr, sehr viel weiß und wirklich ganz tolle Sachen erzählen kann, der aber auch wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch ist und das Ganze super vermitteln kann, dass so richtig die Begeisterung rüberkommt. Also das ist sozusagen grob das Konzept von dieser Reise. Und hier sehen Sie dann die Reiseroute. Also wir fahren, wie gesagt, zuerst nach Esch in Luxemburg, dann durch Belgien, die Niederlande und zurück über Deutschland. Wir beginnen mit der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022. Ich habe das ja schon ein bisschen vorgestellt, das Konzept von denen, und habe da ein paar interessante Bilder auch von der Website vom Kulturhauptstadt, ja, wo man ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie die das angehen. Das ist zum Beispiel schon ganz nett, das Rathaus von Esch, wo man so einen netten Kontrast hat mit dieser Inschrift: Mir wolle bleibe, wat mir sinn. Das klingt sehr konservativ. Wir wollen bleiben, was wir sind, aber dazu hat man da diese Projektionen. Ist, finde ich, ganz eine nette Idee, das so in Kontrast zu setzen. Man hat natürlich tolle, moderne, funktionale Architektur, auch in Esch, und natürlich sehr viel Erbe aus der Industriezeit, aus der Zeit der großen Industrieanlagen. Da schämt man sich auch nicht, dass man das hat, sondern man versucht das Ganze ein bisschen modern und künstlerisch aufzubereiten, etwa wie man hier sieht mit Graffitis und mit Urban Art und Street Art auf moderne und zeitgemäße Weise, das in Szene zu setzen. Natürlich im ganzen Benelux-Raum ist auch immer gutes Essen sehr gefragt. Auch das ist integriert in das Konzept von diesem Kulturhauptstadtjahr.
in Esch, dann sehen wir da natürlich eine Aktion, die ganz offensichtlich anspielt auf die Corona-Pandemie, die wir ja alle er und durchlebt haben. Oder hier, das ist auch ganz interessant, eine Installation, wo es um das Thema künstliche Intelligenz und Lernfähigkeit von künstlicher Intelligenz geht. In dem Fall ist es so dargestellt, dass da die künstliche Intelligenz wie Kinder sozusagen in einem Kindergarten da schreibt und bastelt, ist sicher auch eine ganz interessante Sache. Also wird man dann sehen, was wir alles für Projekte dann dort auch wirklich einbauen können. Das wird ja teilweise auch erst kurzfristig dann bekannt gegeben, aber ich glaube, das ganze Konzept ist so interessant, dass da auf jeden Fall einiges auch dabei ist, was wir sehen werden. Dann geht es weiter zuerst nach Belgien, nach Mechelen. Und in Mechelen, da haben wir eben auch das, was sich durchzieht auf der ganzen Reise, dieses Gegenüber von alter Architektur, alter Kunst aus dem goldenen Zeitalter der Niederlande und moderner Architektur und moderner Kunst. Wir sehen hier einerseits den Grote Markt, den großen Markt von Mechelen mit diesen schönen alten Fassaden. Man sieht aber in Mechelen auch an diesem Mechelen-Kanal zum Beispiel Beispiele für moderne, funktionale Architektur, Büro- und Wohngebäude, die sehr schlicht und funktional sind. Das hier ist ein ganz interessantes Beispiel. Das ist ein eigentlich historisches, auch denkmalgeschütztes Kloster, das man umgebaut hat zu einer Bibliothek, ohne an der äußeren Fassade was Wesentliches zu verändern. Und innen drinnen hat es natürlich die Funktionalität einer Bibliothek, aber es ist trotzdem die alte Bausubstanz erhalten geblieben. Oder das hier, das ist zum Beispiel das Kunstzentrum Nona, ein Veranstaltungszentrum, das durchaus modern gestaltet ist, aber eben auch so, dass es sich in das Stadtbild halbwegs harmonisch integriert, weil dort sehr viel auch unterirdisch oder so halb unterirdisch ist, dass das Ganze nicht so einen Bruch darstellt. Dann fahren wir weiter nach Antwerpen. Auch in Antwerpen natürlich ganz tolle historische Architektur und ein wunderschöner alter Hauptplatz. Aber da sehen wir sogar in einem Gebäudeensemble, wo direkt aneinander gebaut alte und neue Architektur eigentlich durchaus harmonisch zusammenpassen. Auf den ersten Blick sieht man da gar nicht so einen Bruch und man muss schon wirklich genau schauen, um zu sehen, wo ist das Mittelalterliche, wo ist das Moderne. Auch hier, da ist natürlich schon eine sehr unterschiedliche Architektur beim Museum an der Strom einerseits und bei den Gebäuden am Großen Markt andererseits. Aber es ist irgendwie trotzdem, es ist ein Kontrast, aber es ist ein, finde ich, fürs Auge angenehmer Kontrast, ohne dass sich da irgendwas spießt oder nicht zusammenpasst. Das ist auch ganz, ganz tolles Gegenwartsarchitekturgebäude, das Hafenmeisteramt im Hafen von Antwerpen, das so drüber gebaut ist über ein altes historisches Gebäude. Was wir auch in Antwerpen sehen, ist das Museum Plantin Moretus, so benannt nach den Druckerfamilien Plantin und Moretus, zwei Familien, die dieses Gebäude im Laufe der Jahrhunderte genutzt haben. Das ist weltweit die einzige erhaltene Buchdruckerei aus der Zeit der Renaissance und des Barock. Das geht zurück bis ins 16. Jahrhundert, also wirklich die Anfänge des Buchdrucks, und ist ein ganz, ganz tolles Museum zu dem Thema. Die haben natürlich auch großartige historische Drucke, wie zum Beispiel die zweitälteste Gutenberg-Bibel der Welt aus dem Jahr 1461. Und auch die Druckereikunst ist ja ein Paradebeispiel dafür, dass ein Handwerk und eine moderne Technologie damals wirklich die Welt komplett verändert und revolutioniert hat, dadurch, dass Bücher auf einmal verfügbar waren in viel größerem Ausmaß als früher. Und dieses Museum ist wirklich ganz, ganz großartig, was man auch darin sieht. Lange Zeit, also UNESCO-Welterbestätten gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele, aber lange Zeit hat man sich gescheut, Museen zu UNESCO-Welterbestätten zu erklären. Sondern man hat wirklich nur historische alte Gebäude oder Traditionen oder Bräuche zum UNESCO-Welterbe erklärt. Und dieses Museum war 2005 das erste Museum, das ins UNESCO-Welterbe aufgenommen worden ist. Das ist doch eine gewisse Auszeichnung. Dann sehen wir in Antwerpen natürlich auch das Rubenshaus, die ehemalige Wohn- und Werkstatt von Peter Paul Rubens. Und im Königlichen Museum Antwerpen, das ich schon erwähnt habe, das erst jetzt wieder neu eröffnet, nach längerer Pause, ist eine
ganz, ganz tolle, beziehungsweise eigentlich die beste Sammlung zur altniederländischen Malerei. Im späten Mittelalter beginnende Renaissance, also eigentlich, da sind wir wirklich bei einem der Punkte, der den Beginn der Renaissance nördlich der Alpen ausmacht, weil das waren die ersten naturalistischen Maler sozusagen, die wirklich versucht haben, jetzt nicht davor im Mittelalter hat man ja ganz ein anderes Weltbild gehabt. Da war man nicht aufs Diesseits ausgerichtet, sondern aufs Jenseits, natürlich auch in der Kunst. Und das heißt, man hat vor allem irgendwelche biblischen Motive oder religiöse Motive dargestellt. Und teilweise war da gar nicht so wichtig, dass man die realistisch wiedergibt. Also wenn man sich anschaut, eine mittelalterliche Madonna mit Kind, dann schaut das Jesuskind nicht aus wie ein Kind, sondern hat teilweise ein Gesicht wie ein Erwachsener. Und dann eben in der Renaissance und eben auch in dieser altniederländischen Malerei hat man begonnen, sich aufs Diesseits auszurichten und hat gemeint, ja eigentlich der Mensch an sich in seiner körperlichen Form ist auch was Tolles und ist was Interessantes und ist was es verdient, dargestellt zu werden. Und da war eben der Jan van Eyck, den wir hier sehen und der auch dort ausgestellt ist, einer, der bahnbrechend war in dieser Wendung in der Kunst. Dann geht's hinauf in die Niederlande, wir verlassen Belgien und sehen auch wieder was ganz Interessantes, was natürlich Architektur mit Landschaftsplanung und einer ganz wichtigen Funktion verbindet, nämlich das Deltawerk. Das Deltawerk an der Osterschelde ist eine Sturmflutanlage. Ist ja allgemein bekannt, dass dort in den Niederlanden sehr weite Landstriche eigentlich unter dem Meeresspiegel liegen und nur mit solchen Sturmflutanlagen kann man dieses Land überhaupt schützen und nutzen und gewinnen. Das ist ja was, was es an der ganzen Nordsee und Ostsee, also vor allem an der Nordseeküste, gibt diesen berühmten Spruch, Gott schuf das Meer, aber die Menschen die Küste, wo wirklich ganz weite Landstriche künstlich gewonnen wurden. Das gilt auch in den Niederlanden und da ist dieses Deltawerk ein Beispiel für eine moderne Einrichtung, mit der man dieses künstlich gewonnene Land vor den Fluten schützt. Dann geht es nach Rotterdam. Rotterdam, da beziehen wir dann unser Quartier für 3 Nächte und ist wirklich eine ganz eine tolle Stadt, in der es ganz viel innovative und trotzdem funktionale Gegenwartsarchitektur gibt. Hier sieht man eben einen Teil von der Hafenstadt. Das ist die Markthalle. Das ist tatsächlich eine Markthalle. Das ist nicht ein Kunstmuseum oder irgend sowas, sondern das ist wirklich eine Markthalle, wo man Lebensmittel kaufen kann, wo die Leute ihre täglichen Geschäfte erledigen und trotzdem hat es dieses tolle, moderne Design. Weitere eher funktionalere Backsteinbauten. Und das ist auch ganz was Interessantes. Das sind die Kubushäuser. Vom Peter Blum in den 70er und 80er Jahren hat er das an mehreren Orten gebaut. So eine ganz revolutionäre Form von Architektur. Der hat die Idee gehabt, Häuser als Bäume zu denken. Dass man sozusagen einen Stamm hat, über den hat man überhaupt den Zugang zum Haus. Und dann die Häuser selber, also der Wohn- und Arbeitsbereich selber ist wie eine Baumkrone. Noch dazu schiefstehend von außen, von innen ist natürlich alles gerade bis auf die Wände, ist eine ganz eine faszinierende Sache, diese Kubushäuser. Und man kann natürlich vor allem sich mit den Perspektiven spielen und tolle Fotos schießen. Dann geht es nach Den Haag. In Den Haag sehen wir auch wieder interessante Gebäude, wie hier das neue Rathaus, aber eben auch das Mauritshuis, das seit 200 Jahren Museum ist, wo man dann bei den alten niederländischen Meistern sind, wo wirklich ganz, ganz tolle klassische Kunst aus dem goldenen Zeitalter der Niederlande zu finden ist. Das ist das berühmte Mädchen mit dem Perlohrgehänge von Jan Vermeer, wo es ja auch vor ein paar Jahren einen Film gegeben hat über die Entstehungsgeschichte dahinter. Das ist vom Rembrandt, die Anatomie des Dr. Tulp. Das ist jetzt ein ganz radikales Beispiel für das, was ich vorher erwähnt habe, dass man die Hinwendung zum Diesseits und den menschlichen Körper sozusagen als würdiges Motiv für Malerei betrachtet hat. Da ist überhaupt sogar ein Seziertisch sozusagen. Also das wäre 100 Jahre oder 200 Jahre davor undenkbar gewesen, sowas im Licht der Öffentlichkeit überhaupt zu tun, einen menschlichen Leichnam zu untersuchen und noch dazu das zu einem Bildmotiv zu machen. Oder das hier, das ist einfach so eine Studie von einem lachenden Buben, ist auch eben ein Beispiel, dass man den Mensch als was Interessantes
betrachtet hat und als würdiges Motiv von Malerei. Wir sehen aber auch im Gemeindemuseum Den Haag die weltgrößte Mondrian-Sammlung, Piet Mondrian, der eben seinen 150. Geburtstag feiern würde heuer, wenn er noch leben würde, der eben mit dem Kubismus und mit dem Neoplastizismus verbunden war und dann eben diese Künstlervereinigung des Styles mit begründet hat, die auch auf die Architektur Einfluss genommen hat. Und das Ganze ist total interessant, weil das kommt natürlich auch wieder aus seiner Umbruchszeit, nach dem Ersten Weltkrieg, wo das Ganze auch eine Reaktion auf die dramatisierenden Veränderungen war im Ersten Weltkrieg. Also die Aussage, da gibt es wie ein Glaubensbekenntnis von diesen Künstlern und Architekten, die da dabei waren bei dieser Künstlervereinigung, die sich das Ganze so vorgestellt haben, die alte Welt, das war eben der Individualismus, dass man reiche Individuen gehabt hat, die Kunst gefördert haben und alles irgendwie verziert und individuell. Und das ist jetzt tot, das ist im Krieg gestorben, hat man gesagt, im Ersten Weltkrieg. Und das Neue ist der Universalismus, das Allgemeine. Und man muss eben der Hinwendung zum Allgemeinen, zum Universellen die Bahn brechen in der Architektur und in der Kunst. Eben indem man alles reduziert auf das universelle Grundlegende, auf einfache Kontraste, hell, dunkel, markante Farben und Formen, klare Linien, keine Schnörkel. Also ich bin natürlich Historiker, ja, vielleicht ist das für andere Leute anders, aber für mich wird immer Kunst total spannend, weil man sie in Verbindung setzt mit der Zeit, in der sie entstanden ist und mit dem, was den Leuten damals durch den Kopf gegangen ist. Und das ist eben so ein Beispiel, wo man das ganz, ganz deutlich sieht. Ja, dann wird wieder in Rotterdam geschlafen und am nächsten Tag geht es dann zu Architekturbeispielen, die beeinflusst sind von dieser Des Styles-Vereinigung. Eben zum Beispiel hier das Sanatorium Sonnenstrahl, das ist diese neue Sachlichkeit, die da gefordert wurde, in der Kunst und in der Architektur auch verkörpert. Oder in Utrecht sehen wir hier das Schröder-Rietveld-Haus, das eines der einflussreichsten Beispiele für diese Des-Style-Architektur überhaupt ist. Es ist hier ein etwas künstlerisches Spiegelfoto vom selben Gebäude. Oder das Haus Ravesteyn, das dann eher geschwungene Linien hat, aber auch natürlich ein bisschen unter dem Einfluss von dieser Bewegung steht. Das ist alles sehr, sehr interessant. Aber natürlich auch in Utrecht haben wir natürlich auch die klassische Architektur aus dem goldenen Zeitalter der Niederlande, wo das Ganze ein bisschen im Kontrast dazu steht. Da sehen wir das Stadttor zum Beispiel. Ja, ich merke gerade, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, dass wir uns nicht zu sehr verzetteln. Wir sind eh schon dann auf der Rückfahrt, wo wir dann auch noch die Raketenstation Homburg sehen. Das ist auch ganz was Interessantes, eine ehemalige NATO-Militäreinrichtung, wirklich eine alte Raketenstation, die heute von Wissenschaftlern und Künstlern genutzt wird. Und die aber dann teilweise noch diese alte Architektur bewahrt. Und das ist eine begehbare Backsteinskulptur von Per Kirkeby, der so große Räume mit Skulpturen gestaltet. Das ist alles dort. Dann ist noch eine Übernachtung in Frankfurt und dann geht es wieder zurück nach Linz. Eine Reise im Oktober, 3. bis 9. Oktober, kostet pro Person im Doppelzimmer 1490. Es gibt natürlich auch einen Einbettzimmerzuschlag. Ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kunstreise, die wir jetzt ausgewählt haben, sozusagen stellvertretend für unsere Kunst- und Architekturstudienreisen. Und damit kommen wir zu den Literaturreisen und ich übergebe an den Dr. Kastler. Roland, du bist noch auf Stumm. Ja, also die Literaturreisen, aber zuvor möchte ich noch sagen, dass zu den Architekturreisen, wir haben auch alljährlich eine Architekturreise bzw. Kunstreise, je nachdem, sie wechseln ja ab, Kunstbiennale und Architekturbiennale. Alljährlich fahren wir nach Venedig zur Kunst- bzw. Architekturbiennale. Und alle 5 Jahre findet ja in Kassel diese herausragende Ausstellung Documenta statt, die bewusst nur alle 5 Jahre stattfindet, um sozusagen
zu garantieren, dass man nicht künstlerisch irgendwelchen Modeströmungen unterworfen ist. Und diese weltbedeutende Ausstellung haben wir auch heuer wieder im Programm, und zwar sowohl mit der Akademie Graz als eine Reise und eine mit Ö1. Die mit Ö1 ist schon fast ausgebucht, also da gibt es nur mal wenige Plätze. Und das sind also weitere Beispiele für großartige Architekturreisen. Und zum Thema Holland möchte ich nur noch sagen, die neben der Kunst- und Architekturreise gibt es auch eine Reise zur Floriade, diese herausragende Blumenausstellung, die ja nur alle 10 Jahre stattfindet, und die findet heuer in der Karwoche statt. Bei den Literaturreisen möchte ich ganz kurz vorstellen die Reise nach Kärnten, Weltliteratur aus Kärnten. Da werden wir uns zunächst mit dem Geburtshaus der Christine Lavant, die in St. Stephan im Lavantal geboren ist, beschäftigen. Das ist jetzt eine Lyrikerin und Erzählerin, die also wirklich zum Teil ein sehr schweres Leben hatte, die gezeichnet war von schwerer Krankheit, aber auch von künstlerischer Anerkennung. Und dieses Wechselspiel gepaart mit tiefer Traurigkeit und auch die Freundschaft mit dem Künstler Werner Berg werden wir ebenfalls thematisieren, indem wir das Museum von Werner Berg besuchen. Das war jetzt wiederum ein Künstler, der versucht hat, in Unterkärnten einen Fokus auf Landschaft und Menschen zu legen und diesen eindrucksvollen Menschenschlag, der dort vorherrscht, auch künstlerisch abzubilden. Auch sein Leben ist von Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Er war aber auf jeden Fall auch hoch anerkannt, mehrfacher Preisträger. Und wir werden dieser Beziehung und vor allem auch beiden Protagonisten entsprechende Schwerpunkte bei dieser Reise widmen. Und dann werden wir im Prinzip die ganze Zeit in der wunderschönen Kärntner Hauptstadt nächtigen, in Klagenfurt. Sie wissen, landschaftlich herausragend die Struktur dort. Aber wir finden hier auch so großartige Theaterbauten wie das Stadttheater von Kärnten im Empire-Stil von Helmer und Feller. Was wir in Klagenfurt neben einer Stadtbesichtigung machen werden, ist natürlich, dass wir im ehemaligen Geburtshaus von Robert Musil das Literaturmuseum besuchen werden und uns dabei mit der berühmten österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann auseinandersetzen, die ja vielfach ausgezeichnet ist und ein monumentales Lebenswerk hinterlassen hat und nach der auch der berühmte Preis benannt ist. Und ihre Freundschaft, jetzt gerade in diesen Zeiten ja wieder leider so aktuell, mit Paul Celan, eine Liebesgeschichte dieses herausragenden Dichters aus Czernowitz. Ich darf nur kurz 2 Bilder zeigen von unseren schönen Ukraine-Rundreisen, wo wir herausragende, riesige jüdische Friedhöfe kennenlernen. Also die kann man eigentlich gar nicht abgehen, so groß sind die. Und solche tollen Universitäten wie jene hier von Czernowitz, auf die zum Beispiel Schrödinger 1918 berufen worden wäre, sehen. Ich hoffe, dass das bald wieder möglich sein wird. Dann werden wir uns in Kärnten natürlich mit dem vielleicht bedeutendsten Romanschriftsteller Österreichs im 20. Jahrhundert, mit Robert Musil beschäftigen. Robert Musil, dessen Lebensgeschichte ja in mehreren Bundesländern, österreichischen Bundesländern verortet ist, darunter auch Oberösterreich. Sein Großvater mütterlicherseits war zum Beispiel beim Bau der Pferdeeisenbahn beteiligt. Sein Vater war Techniker und Hochschullehrer, der auch die HTL in Steyr geleitet hat. Und dementsprechend ist der Musil auch in Steyr zur Schule gegangen. Und dieser Mann, Robert Musil, die Verwirrungen des Zöglings Törleß oder der Mann ohne Eigenschaften, das kennt ja im Prinzip jeder Literaturinteressierte, dieser Robert Musil, dem wäre von 2 Universitäten eine Philosophieprofessur angeboten worden, München und Graz, weil er promoviert hat über Ernst Mach, den berühmten österreichischen Physiker und Philosophen. Er hat aber eine literarische Existenz vorgezogen und hat aber Zeit seines Lebens niemals über ein geregeltes Einkommen verfügt. Wir werden bei dieser Reise aber auch die Gegenwartsliteratur mit einbeziehen,
Sie werden eine Lesung von Egid Gstätner erleben, der ja wirklich auch mittlerweile schon ein monumentales Werk hat. Und dann werden wir hier in der Nähe von Bad Eisenkappel in wunderschöner Landschaft auch mit Verkostungen der Bergbauernprodukte der Region werden wir die slowenische Literatur kennenlernen. Also Kopla Casa heißt diese Vereinigung der Bergbauernprodukte der Region. Und bei dieser Verköstigung werden wir mit der slowenischen Gegenwartsliteratur uns beschäftigen, zum Beispiel Florian Lippusch, Meyer und Anton Hadalap und weitere werden hier in ihren Texten gegenwärtig sein. Aber beim Stift Griffen werden wir an diesem Tag auch natürlich einen weiteren berühmten und jetzt auch mit dem Nobelpreis ausgezeichneten österreichischen Schriftsteller, nämlich Peter Handke, kennenlernen bzw. uns mit seinem Werk kennenlernen. Mit seinem Werk beschäftigen. Es gibt da auf den Stift Griffen eine wunderschöne Ausstellung zu ihm, zu Leben und Werk des Nobelpreisträgers und das werden wir besichtigen. Dann geht es wieder nach Klagenfurt. Und am letzten Tag im Zuge unserer Heimreise werden wir noch dieses herausragende Kunstmuseum, das Museum Liaunig, besuchen, dominiert von Glas, Stahl und Sichtbeton bei der Drau. Sie sehen, wie wunderschön das gelegen ist, mit einem wunderschönen Skulpturenpark. Und hier werden wir uns mit der Kunst ab 1945 in Österreich beschäftigen. Also diese Reise, die dauert nur 4 Tage, die ist wirklich großartig. Also jeder, der an Literatur und Kunst Interesse hat, der ist hier herzlich eingeladen, an dieser Reise teilzunehmen. Und die wird also ganz großartig. Dann machen wir mit Ö1 nur ganz kurz ein paar Worte. Heuer zum ersten Mal eine Reise auf den Spuren der schwedischen Literatur. Und dabei geht es aber nicht nur um die Klassiker, die natürlich dabei sein werden, wie Selma Lagerlöf, die berühmte schwedische Schriftstellerin, an ihrem Bauernhof Moorbacker, ihr Lebenszentrum, das werden wir besuchen. Dann Astrid Lindgren wird dabei sein, natürlich. Nein, wir werden auch die vielfältige moderne Kriminalliteratur Schwedens mit einbeziehen. Zum Beispiel gibt es zu der berühmten Öresundbrücke, die Sie hier sehen, eine wunderbare Krimiserie, höchst spannend, die heißt Die Brücke, beginnt also mit einer Leiche, die genau an der Grenze zwischen Dänemark und Schweden in 2 Teilen, also getrennt, auf der Brücke liegt. Also eigentlich sind es 2 Leichenteile, also Leichenteile von 2 verschiedenen Personen. Und das, was dann resultiert, also dieser ganze Witz und die Ironie und die Sticheleien zwischen Schweden und Dänen, die sind natürlich in dieser Serie präsent. Und diese Serie war ja so erfolgreich, auch in Asien, dass die Touristeninformation in Malmö reagieren musste mit Museen, weil so viele Leute gekommen sind und gesagt haben, sie möchten etwas, das Museum zur Brücke sehen. Ja? Also das werden wir genauso thematisieren wie den Wallander natürlich oder auch diesen wunderschönen Ort hier, Fjällbacka, da gibt es einen Marktplatz, wo die Ingrid Bergman präsent ist. Da hat die Ingrid Bergman, die berühmte schwedische Schauspielerin, immer Urlaub gefeiert. Aber da gibt es auch eine Kriminalautorin, die Fjällbacka immer zum Ort ihres Geschehens macht. Und das ist Camilla Läckberg. Und dort, das ist ein wunderschöner Ort, also landschaftlich herausragend. Die Reise hat sehr viele landschaftliche Höhepunkte. Auch dort, wo die Inga Lindström Filme gedreht werden, das werden wir ebenfalls integrieren. Und die klassische schwedische, aber auch die spannende Kriminalliteratur wird zusammen mit Ö1 bereist. Ja, und dann nur ganz kurz noch zu einer Literaturreise, die wir ebenfalls, also die ebenfalls die modernen Menschen beziehungsweise die jung gebliebenen Leser ansprechen wird oder jene, die mit ihren Enkeln oder Kindern eine Reise machen wollen, nämlich nach Hamburg. Dort findet nämlich im Harry Potter Theater als erstem Theater die Fortsetzung zu den Harry Potter Romanen, nämlich Harry Potter und das verwunschene Kind, statt.
Das ist eine Theateraufführung, die an 2 Tagen stattfinden wird. Also die kann man gar nicht schon manchmal in einem durch, aber dann ist man quasi am ganzen Tag im Theater. Und wir machen es an 2 Abenden und dazu kann man dann noch an einem weiteren Tag ein schönes Musical wie König der Löwen oder die Eiskönigin oder auch das Tina Turner Musical besuchen. Also diese Theaterreise für alle, die also Harry Potter-Fans sind, gleich welchen Alters, sind also herzlich zu dieser Reise eingeladen. Ja, und damit kurzer Einblick in unsere Literaturreisen und dann gebe ich wieder zum Andreas, der mit den Studienreisen fortsetzt. Du musst den Ton, Andreas. Kann man mich hören? Ja. Ah, danke schön, danke schön. Anfängerfehler, tut mir leid. So, also wir machen jetzt weiter mit den historischen Studienreisen, wo ich natürlich auch nur eine kleine Auswahl davon vorstellen kann. Und die erste, die ich vorstellen möchte, ist die diesjährige Reise mit der Gesellschaft der Freunde Carnuntums. Wir arbeiten mit diesem Verein seit vielen Jahren zusammen und machen da immer einmal im Jahr eine archäologisch-historische Studienreise, die wirklich auch aus der Perspektive von echten Archäologie-Fans und Archäologen solide Hand und Fuß hat, aber natürlich auch für Nicht-Profi-Archäologen, sondern eben auch für Leute, die sich einfach für dieses Thema interessieren, zugänglich ist. Und diesmal geht es gar nicht so weit weg, sondern nur nach Deutschland unter Anführungszeichen, also nur unter Anführungszeichen, nämlich nach Nordwestdeutschland. Rom in Nordwestdeutschland heißt diese Reise. Schauen wir uns an, das Römische Reich circa 100 nach Christus, da ist natürlich der Bereich vom heutigen Deutschland nur zum Teil innerhalb der Grenzen dieses Römischen Reichs gewesen. 2 Provinzen, Germania Inferior, Germania Superior und quer durch geht der römische Limes, diese Grenze. Wobei das eben eine interessante Sache ist, der Limes war ziemlich sicher nicht, so wie man sich das früher vorgestellt hat, einfach nur eine militärische Grenzbefestigung, sondern das war in vielfacher Hinsicht jetzt nicht irgendwie sowas wie ein eiserner Vorhang, sondern das waren auch Handelsposten, wo sehr wohl Verbindungen zwischen beiden Seiten da waren. Und das Ganze erklärt auch, wieso sich da an diesem Limes eigentlich durchaus bedeutende Städte entwickelt haben. Also das war nicht irgendeine abgelegene Grenzregion, so wie man sich vielleicht auch den Hadrianswall in Schottland vorstellt, sondern das war ein sehr vitaler und stark belebter Teil vom römischen Imperium. Und da waren eben große Siedlungen und Städte, wo auch heutige Städte darauf zurückgehen, wie eben Xanten, Köln oder Bonn oder auch Mainz und Trier. Und es war ein ganz dicht besiedelter Raum, wo es tolle Überreste heute noch gibt aus der römischen Zeit. Und heuer ist ein ganz tolles Jahr, um diese Region zu besuchen, weil da gibt es 2 große Sonderausstellungen. Das eine ist die Ausstellung Rom fließende Grenzen, die Landesausstellung Nordrhein-Westfalens, die an mehreren Standorten stattfindet, die wir alle besuchen werden. Da gibt es eben Rom in Westfalen 2.0 in Haltern am See, der Limes am Niederrhein in Xanten und Rom am Rhein in Köln. Und dazu gibt es auch noch in Trier eine Sonderausstellung zum Thema der Untergang des Römischen Reichs, die Landesausstellung von Rheinland-Pfalz, wo eben auch wieder in der Stadt an 4 verschiedenen Standorten unterschiedliche Themen beleuchtet werden, nicht nur der Untergang des Römischen Reichs selbst, sondern auch wie sich dann sozusagen die Welt neu geordnet hat nach dem Ende des Römischen Reichs und wie sehr eigentlich unsere heutige europäische Zivilisation noch ganz stark beruht beziehungsweise eine Fortsetzung ist von dieser römischen Zivilisation der Antike. Ist auch ganz, ganz interessant. Und das alles haben wir eben auf dieser Route kombiniert zu einem spannenden Programm, das ich jetzt kurz präsentieren möchte. Also wir beginnen ganz im Norden, im Raum Bielefeld, wo wir das erste Mal schlafen und dann
Haltern am See uns anschauen, da sind wir eigentlich außerhalb der Grenzen des Imperiums, in der Germania Magna oder Germania Libera, also im nicht eroberten Teil Germaniens. Und da sind wir in dem Bereich, wo um 7 nach Christus auch dieser Vorstoß war, der Römer, wo sie versucht haben, diesen Bereich zu erobern, wo es zu dieser berühmten Varusschlacht gekommen ist, wo es in Vorbereitung dieser Invasion eine Kette an Versorgungsposten geschaffen wurde. Und dieses Haltern am See ist eben jetzt nicht das, kein Ort, der Anspruch darauf erhebt, Ort der Varusschlacht gewesen zu sein. Da gibt es zwei verschiedene Orte, die miteinander konkurrieren, sondern das ist der Ort, wo es ein solches Versorgungsdepot sozusagen gegeben hat von dieser Armee, die versucht hat, Germanien römisch zu unterwerfen. Ist aber ganz, ganz interessant, eben dieses Lager, weil man hat dort tolle Sachen gefunden, die eben Aufschluss geben auf die römische Armee und ihre Aktivitäten und wie das Ganze organisiert war. Und dort ist eben der erste Teil von dieser Sonderausstellung, wo es eben vor allem geht um die römische Armee und die Ausrüstung und Logistik hinter dieser Armee. Ist ganz, ganz interessant. Da sieht man zum Beispiel auch ein nachgebautes römisches Militärzelt und eben lauter Ausrüstungsgegenstände, die man dort gefunden hat, aus dieser untergegangenen und gescheiterten Militärexpedition unter Varus. Man hat dann auch sogar nachgebaut, so ein Lager. Die römische Armee war ja unter anderem berühmt dafür, immer wenn sie marschiert ist, auch für jede Nacht wieder, auch wenn sie nur wo eine Nacht geblieben sind, haben sie zumindest ein rudimentäres Lager errichtet, immer nach demselben Prinzip. Wenn sie länger geblieben sind, war das dann zumindest eine halbwegs solide Holzkonstruktion und wenn sie dauerhaft geblieben sind, eventuell auch eine Steinkonstruktion. Und da ist eben auch quasi nachgebaut und dargestellt, wie die römischen Legionäre sich dann immer diese Lager gebaut haben. Dann geht es nach Xanten zum zweiten Teil dieser Sonderausstellung, Xanten, da sind wir dann innerhalb der Grenzen des Römischen Reichs, wo es dann auch tatsächlich eine große Zivilsiedlung, eine Stadt gegeben hat, eine römische, und die ist hier teilweise rekonstruiert. Also wenn Sie schon einmal in Carnuntum waren, in Niederösterreich, da ist ja ganz, ganz toll, dass man eine Römerstadt, eine bedeutende Römerstadt teilweise auch wieder aufgebaut hat. Und in Xanten hat man dasselbe gemacht, nur sogar noch ein bisschen weitergehend als in Carnuntum, da hat man eben auch einen teilrekonstruierten Tempel zum Beispiel, ein ganzes Stadttor mit Stadtmauer links und rechts hat man da rekonstruiert, ein Theater, das man dort auch gefunden hat, ein Amphitheater, und eben auch, so wie man es aus Carnuntum kennt, wenn man schon dort war, ein römisches Stadtviertel mit rekonstruierten Wohnhäusern, wo es sogar auch Inneneinrichtungen gibt und natürlich auch eine Therme und lauter solche Dinge. Das ist ganz, ganz toll. Und direkt daneben ist dann das Römermuseum, in dem der zweite Teil von dieser Sonderausstellung ist, der Limes am Niederrhein, wo übrigens auch dieses Boot, das hier abgebildet ist auf dem Plakat, zu sehen sein wird. Das ist nämlich wirklich eine Rekonstruktion von einem Boot der römischen Rheinflotte. Die Römer haben immer dort, wo sie waren, sowohl am Rhein als auch an der Donau, immer auch eine Flotte gebaut und natürlich das nicht nur militärisch kontrolliert, sondern auch für den Handel genutzt, diese Flüsse. Dann geht es weiter nach Köln. Köln oder Colonia Claudia Ara Agrippensium, wirklich eine bedeutende große Römerstadt, also ist heute natürlich eine Metropole, war aber auch bereits in der römischen Zeit eine große bedeutende Stadt, wo man heute noch sieht, hier die Stadtmauern oder unterirdische Gewölbe oder hier die Überreste eines palastartigen Repräsentationsgebäudes, wo man hier sieht die Rekonstruktion. Das weiß man oft gar nicht, wenn man in Köln unterwegs ist, dass es diese Dinge dort auch zu sehen gibt. Was natürlich bekannter ist, ist das Römisch-Germanische Museum, eines der bedeutendsten Römermuseen in Deutschland, wo man dann so zerbrechlichere Dinge sieht, wie eben römisches Glas oder solche Wandmalereien, die man freigelegt hat in dieser Römerstadt. Ganz, ganz toll. Und dort ist eben auch der dritte Teil von dieser Sonderausstellung Rom am Rhein. Wir kommen aber auch nach Aachen, wo wir dann die Verbindung sehen sozusagen zu dem, was dann später in Trier auch das Thema ist, nämlich der Untergang und das Erbe des Römischen Reichs. In Aachen sind wir nämlich bei dem ersten nachrömischen Versuch, bei dem ersten Versuch nach dem Untergang des Römischen Reichs im westlichen Europa wieder eine zentrale Form von Staatlichkeit zu etablieren, beim Reich Karls des Großen, bei diesem Frankenreich.
aus dem dann später das Heilige Römische Reich des Mittelalters hervorgegangen ist. Da sehen wir auch ganz tolle Sachen, weil, wenn Sie schon einmal in Aachen waren, wissen Sie das vielleicht, da ist das Rathaus und der Dom gegenüber, über so einen großen Platz. Und das ist natürlich alles später im Mittelalter überbaut worden, aber in der Grundstruktur ist das wirklich noch die Pfalz von Karl dem Großen, die wichtigste Pfalz, von der aus er dieses erste große europäische Reich des Mittelalters regiert hat. Und da ist natürlich drinnen in der Pfalzkapelle diese ganz, ganz tolle karolingische Architektur, wo man eben sieht, wie man Bezug genommen hat auf das römische Erbe, es gleichzeitig aber auch weiterentwickelt hat im Frühmittelalter. Und es gibt dort auch ein ganz tolles Museum, das Centre Charlemagne, wo solche Kunstgegenstände zu sehen sind, wie hier dieses Reliquar in Form einer Büste Karls des Großen. Ganz, ganz toll. Zwischen Köln und Aachen ist die Eifel, eine ganz, ganz idyllische ländliche Gegend, die von kleinen Dörfern und kleinen Städten geprägt ist, die aber zur Römerzeit auch eine ganz interessante Sache beinhaltet hat, nämlich die Wasserleitung, die Eifelwasserleitung, von der aus, man sieht die da eingezeichnet, wurde Köln mit Wasser versorgt. Also da hat man sich nicht einfach nur aus dem Rhein bedient, sondern hat zusätzlich diese Wasserleitung gebaut. Und da gibt es auch einige Überreste und Rekonstruktionen, die man sehen kann. Und die Römertherme Zülpich, wo man ein eigenes Museum hat zur römischen Badekultur. Ganz, ganz interessant. Dann wird wieder in Köln geschlafen und am nächsten Tag geht es zur Römerwelt Rheinbrohl. Auch ein Beispiel, wie man antike Funde auf sehr moderne und anschauliche Art und Weise inzwischen darstellt in modernen Museen, wo es dann auch Rekonstruktionen gibt von solchen römischen Baumuseen. Alles wirklich sehr lebendig und zum Anfassen gestaltet. Das Römerbergwerk Meurin ist dann die logische Fortsetzung davon, wo man gefunden hat, auch einen Steinbruch und ein Bergwerk aus der Römerzeit und wo es dann auch ein Technikmuseum der Antike gibt, wo man verschiedene Konstruktionen sieht, technische Konstruktionen aus der römischen Antike. Nicht alles davon weiß man, ob das wirklich in die Realität umgesetzt wurde, weil da sieht man zum Beispiel ein Schaufelradschiff, das mit Ochsen angetrieben worden wäre. Ob das nur ein theoretisches Konzept war oder ob das wirklich jemals gefahren ist, wissen wir natürlich nicht. Und auch da wieder so tolle römische Baumaschinen und Kräne rekonstruiert und voll funktionsfähig. Ganz, ganz interessant. Dann sehen wir auch die Villa Otrang, ein Beispiel für das, wie eigentlich in der Römerzeit Landwirtschaft funktioniert hat, weil in den römisch beherrschten Gebieten gab es nicht nur Städte, die mussten ja auch irgendwie ernährt werden. Und das funktionierte mit Hilfe von so großen herrschaftlichen Gütern, also so landwirtschaftliche Großgrundbesitzanlagen. Und eins davon ist eben diese Villa Otrang, wo man auch tolle Bodenmosaike gefunden hat und natürlich die klassischen Hypokausten, diese Heizung, Fußbodenheizung, die die Römer schon gehabt haben. Dann geht es nach Trier. Und Trier, da sind wir wirklich bei einer ganz, ganz beeindruckenden Metropole der römischen Antike. Augusta Treverorum, um das Jahr 300 hat es so ausgesehen, vermutlich nur etwas weniger als 100.000 Einwohner, also fast 100.000 Einwohner, die größte Stadt nördlich der Alpen damals, ein ganz wichtiges Verwaltungszentrum und tatsächlich auch im 3., 4. Jahrhundert nach Christus Sitz mehrerer römischer Kaiser. Und dieses riesige Trier hat natürlich auch tolle Baudenkmäler hinterlassen, die mitten in der Stadt heute noch dastehen. Also man lebt dort nach wie vor zwischen römischen Ruinen. Die Porta Nigra, dieses Triumphtor, dieses Monumentale zum Beispiel. Oder hier die römischen Kaiserthermen. Und ganz, ganz toll die Konstantinsbasilika, eine römische Palastaula, wo wirklich die römischen Kaiser Hof gehalten haben. Beeindruckend gut erhalten, weil es sehr früh in eine Kirche umgewandelt wurde und drum anders als andere römische Bauwerke nicht der Steinbruch missbraucht worden ist, sondern das hat man erhalten und ist der größte erhaltene, nach wie vor geschlossene Raum der Antike. Und da sieht man ganz, ganz deutlich, wie dann nämlich auch die Kirchen diese Basilika-Architektur, die ursprünglich bei den Römern weltliche Zwecke gehabt hat, übernommen und weiterentwickelt haben. Das ist ein ganz, ganz großartiges antikes Gebäude. Man sieht da auch der barocke Bischofspalast daneben, der wirkt fast klein neben dieser riesigen Palastaula. Ein römischer Thronsaal, wenn man so will, ein Thronsaal der römischen Kaiser. Da sieht man so eine Computerrekonstruktion, wie das damals ausgesehen hat. Da wieder die Kaiserthermen und hier die Palastaula.
Und ein Amphitheater hat es auch gegeben in diesem römischen Trier, von dem ist nicht so viel erhalten, aber das ist trotzdem auch interessant. Und natürlich in Trier besucht man dann auch diese vierteilige Sonderausstellung, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Dann geht es noch nach Lorsch, da sind wir wieder beim Erbe des Römischen Reichs, beim Karolingerreich, wo man quasi als direkten Vergleich zu dieser römischen Kaiserresidenz eine karolingische Pfalz sieht, eine karolingische Kaiserpfalz. Die Karolinger Kaiser und generell die mittelalterlichen Herrscher haben ja nicht eine fixe Residenz gehabt, sondern sind immer herumgezogen, weil ein einziger Ort gar nicht dauerhaft damals einen kaiserlichen Hof hätte ernähren können. Da musste man immer wechseln, sozusagen wie ein Heuschreckenschwarm. Und natürlich auch die verschiedenen Gebiete, um die verwalten zu können, musste man immer wieder persönlich vorbeischauen. Es gab ja noch keine modernen Kommunikationsmittel. Und ein Beispiel für eine solche Pfalz ist hier in Lorsch erhalten im Rahmen einer Klosteranlage. Und daneben gibt es auch ein Freilichtmuseum, das Karolingische Freiluftlabor. Da habe ich jetzt aber keine Bilder, aber da müssen Sie mir einfach glauben, dass das auch sehr interessant anzusehen ist. Und dann haben wir noch als letzten Punkt auf der Rückfahrt in Osterburgen und in Aalen zwei Beispiele für so Kastelle dort an diesem Abschnitt des Limes. Sieht man die Rekonstruktion und das, was man heute hier sieht in Osterburgen und in Aalen eben auch ein römisches Steinkastell, wo es aber auch moderne, anschauliche Rekonstruktionen gibt, wie hier eine Baracke, in der die Legionäre gelebt haben und auch wieder Baumaschinen. Also alles ganz lebendig und anschaulich gestaltet. Man hat dort übrigens auch dieses ganz berühmte Relief gefunden vom der Gottheit Mithras. Der Mithras-Kult war ja unter den römischen Legionären sehr beliebt. Ich büge mir ein, dass das auf unseren Schulbüchern drauf war, wann es um die römische Antike gegangen ist. Also das kennen, glaube ich, viele, dieses Relief, das kommt von dort. Und dann geht es wieder zurück nach Linz. Eine Reise im August, 6. bis 13. August, kostet im Doppelzimmer 1369. Da kommen dann noch Eintrittskosten dazu oder wenn man ein Einzelzimmer braucht, ein Einbettzimmerzuschlag. Wir schließen direkt an die römische Antike an, mit dem Übergang von Antike zu Frühmittelalter, eine kürzere zweitägige Reise, die es auch im Sommer geben wird, zum Thema der Bajuwaren, Bayern und Oberösterreich vom heiligen Severin bis Herzog Tassilo. Da sind wir auch wieder im Römischen Reich, in unseren Breiten, in den Provinzen Noricum und Raetia unterwegs, in diesem Gebiet, wo sich die Menschen eben neu ordnen mussten mit dem Zusammenbruch des Römischen Reichs. Man ist ja da inzwischen ein bisschen weg von dem Bild, das man früher vermittelt hat, von dieser sogenannten Völkerwanderungszeit, wo man sich das so vorgestellt hat, dass irgendwelche bärtigen Menschen mit gehörnten Helmen massenweise irgendwo in Skandinavien losgezogen sind und das Römerreich erobert haben. In Wirklichkeit weiß man, der Zusammenbruch des Römerreichs hat ganz vielfältige Ursachen gehabt, nicht nur diese sogenannte Völkerwanderung, sondern auch innenpolitische und wirtschaftliche Ursachen. Und war eben tatsächlich eine ganz komplexe Situation, ein kompletter Umbruch der gesellschaftlichen, machtpolitischen und wirtschaftlichen Strukturen, wo es in unterschiedliche Richtungen Wanderungs- und Fluchtbewegungen gegeben hat, wirklich der Zusammenbruch eines ganzen Weltsystems sozusagen. Und in diesem Zusammenbruch hat es dann natürlich Neuordnungen geben müssen. Und da haben dann praktisch teilweise die germanischen Söldnergruppen, die vorher schon im römischen Heer gedient haben, also nicht nur germanische Eindringlinge von außen, sondern auch bereits integrierte Germanen sozusagen gemeinsam mit lokalen Machthabern, nachdem die Zentrale zusammengebrochen ist, die Herrschaft übernommen haben. Die romanisch-keltische Bevölkerung ist auch nicht unbedingt vertrieben worden oder geflüchtet, sondern die hat sich zusammengetan mit diesen neuen Machthabern und dann hat man verschiedene kulturelle Einflüsse verschmolzen und neue Gruppenidentitäten entwickelt, die dann teilweise als Entstehungsmythos dann behauptet haben, dass alle einmal gemeinsam in Skandinavien losmarschiert sind. Aber das sind eben Entstehungsmythen, geht man inzwischen davon aus. Das ist diese Theorie der sogenannten Ethnogenese, wie sie eben der Herwig Wolfram, ein ganz toller Mittelalterhistoriker in Wien, entwickelt hat in den 70er, 80er Jahren. Und inzwischen ist das eigentlich Standard in der Wissenschaft. Und ein Beispiel für diesen total interessanten Prozess sind eben die Bajuwaren oder Bajuwari, die zwischen 500 und 700 nach Christus in einem solchen Verschmelzungsprozess entstanden sind. Unterschiedlichste Einflüsse, Römer, Kelten, Slawen,
Germanen, die da gemeinsam eine neue Identität entwickelt haben und sich eben bezogen haben auf das in ihrem Namen auf das Land der Boier. Eigentlich, sie haben gesagt, sie kommen aus Bojohemum, aus dem heutigen Böhmen, aber die haben natürlich nichts direkt mit den Bojern zu tun gehabt, sondern die haben einfach diesen Namen sozusagen übernommen und eine neue Kultur und Identität entwickelt aus dieser Mischung. Und daraus hat sich dann sozusagen, wie überall in Europa, im nachrömischen Europa, unter ganz starkem Einfluss des Christentums, weil während die staatlichen Strukturen zerfallen sind vom Rom, sind die kirchlichen Strukturen erhalten geblieben und haben natürlich als einzige verfügbare stabile Struktur dann auch die neuen Herrscher darauf zurückgegriffen. Und so hat sich wie an vielen anderen Orten in Europa auch dann unter diesem starken kirchlichen Einfluss und unter Rückgriff auf die kirchlichen Strukturen und Klöster und so weiter, die danach gegründet wurden, eben ein neues Reich entwickelt. Das Herzogtum der Bajuwari, das auch dabei gehabt hat bereits das Fürstentum der Karantanen, eigentlich ein slawisch geprägtes Fürstentum, wo Tirol, Steiermark, also nur Osttirol, aber Steiermark, Kärnten vor allem, und auch Teile von Oberösterreich bis zur Enns eigentlich dazugehört haben. Die sind dann auch integriert worden, aber erst relativ spät, darum haben sie ihre eigenständige Identität bewahrt lange Zeit. Und dieses Herzogtum der Bajuwaren oder Bayern ist zwischen größeren Machtblöcken eingekeilt gewesen, zwischen den Franken und Langobarden, und ist dann später von Karl dem Großen integriert worden, erobert worden, hat seine Eigenstaatlichkeit verloren, aber eben das kulturelle Erbe der Bajuwaren ist natürlich nach wie vor stark. In Bayern und in Österreich spricht man eigentlich überall Dialekte, die zu den bayerischen Dialekten zählen, wobei wir in Österreich auch noch dieses slawische Erbe von den Karantanen haben, und zwar nicht nur in Kärnten, sondern auch im österreichischen Dialekt allgemein, teilweise in der Grammatik, dass man bei uns zum Beispiel setzt man sich zusammen sagt, also ein grammatikalischer Reflexiv, das ist ein typisches Merkmal von slawischen Sprachen eigentlich. Da sieht man, wie diese verschiedenen Einflüsse zusammenkommen. Ja, und diese ganze interessante Geschichte wollen wir eben auf dieser zweitägigen Reise uns ein bisschen genauer anschauen. Da kommen wir zuerst an der salzburgisch-bayerischen Grenze ins Bajuwarenmuseum Waging, am Waginger See, hat man da ganz tolle Gräber gefunden, eigentlich erst in den letzten 10, 20 Jahren, mit Grabbeigaben aus der vorchristlichen Zeit, wo man eben an diesem Schmuck aus der Entstehungszeit dieser Bajuwaren sieht, was man da für unterschiedliche Kulturen und Vorstellungen und religiöse Vorstellungen auch, wie die miteinander verschmolzen sind. Das kann man anhand von diesem Schmuck nachvollziehen. Und es ist dort auch ein bajuwarisches Gehöft nachgebaut, wo man sieht, wie die Menschen damals gelebt haben. Etwas weiter im Bajuwarendorf Kirchheim ist man da noch weitergegangen und hat ein ganzes Dorf sozusagen noch gebaut, ein Freiluftmuseum aus der Zeit der Bajuwaren, wo man dann wirklich eintauchen kann in die damalige Lebenswelt im 6., 7. Jahrhundert, wie da die Menschen gelebt haben. Manches natürlich durchaus vertraut, manches ein bisschen fremdartiger für unsere heutigen Blicke. Ganz eine interessante Sache. Und auf der Burg Kipfenberg, es ist natürlich eine Burganlage aus dem wesentlich späteren Mittelalter, das haben wir ein paar Jahrhunderte später, aber in dieser Burg drinnen ist das Römer- und Bajuwaren-Museum. Wenn man da nämlich runterschaut in dieser Ebene, da hat es ein Römerlager gegeben. Und aus diesem spätrömischen Militärlager gibt es dort einen ganz tollen Fund, den sogenannten Krieger von Kematen. Das war aus dem 4., 5. Jahrhundert. Ein germanischer Krieger in Diensten des römischen Militärs, und der wird zwar teilweise populärwissenschaftlich als der erste Bajuware bezeichnet, das ist sicher übertrieben, weil Bajuwaren unter diesem Namen hat es erst 100, 150 Jahre später gegeben, aber an diesem Grabfund sieht man eben, wie damals bereits begonnen hat, diese Verschmelzung von kulturellen Einflüssen. Der hat einerseits Statussymbole aus dem römischen Militär, dann hat er aber auch typisch germanische Elemente bei sich als Grabbeigaben und auch verschiedene andere kulturelle Einflüsse. Das ist eine ganz interessante Sache. Da kann man wirklich zuschauen bei diesem Grab, bei dieser Ethnogenese, die ich vorher erwähnt habe. Dann kommen wir auch noch nach Regensburg. Dort werden wir auch übernachten, die einzige Nacht auf dieser zweitägigen Reise. Regensburg, natürlich allgemein bekannt wegen seiner mittelalterlichen tollen Altstadt, die aber eben auf römischen Fundamenten fußt. Das war eben bereits eine bedeutende römische Anlage, römische Siedlung und Legionslager.
Und auf diesen römischen Mauern haben eben die ersten Bajuwarenherzöge dann ihre Hauptresidenz sozusagen gebaut. Es war ganz natürlich, dass man auf diese großen Steinbauten, die auch ein Zeichen, ein Symbol imperialer Macht waren, zurückgreift seitens der neuen Machthaber. Da war zum Beispiel der bajuwarische Herzogshof im Frühmittelalter. Und das Kloster St. Emmeram ist auch ganz wichtig, weil ich habe schon gesagt, die wichtige Rolle von der Kirche, die ihre Verwaltungsstruktur dann in den Dienst der neuen Machthaber gestellt hat, das sind eben teilweise auch noch Überreste aus dem Frühmittelalter und von dort sind losgezogen dann die großen Missionare, der Bonifatius, heilige Bonifatius, der heilige Emmeram und auch der heilige Rupert, der für Salzburg dann so wichtig war, die sind alle verknüpft mit diesem Kloster Emmeram. Und dann sehen wir noch auf der Rückfahrt ein Beispiel vom Donaulimes. Da haben wir bei der Schlögener Schlinge vor ein paar Jahren war da diese tolle oberösterreichische Landesausstellung an der Donau in Oberösterreich zum Thema die Rückkehr der Legion. Da ist da einiges rekonstruiert worden aus der Römerzeit. Und da gibt es bei Oberanna einen römischen Burgus, ein Beispiel für spätrömische Befestigungsanlagen, wo man schon sieht, eigentlich einen Übergang zu Bauformen, wie man es dann aus dem Mittelalter kennt. Das schaut schon weniger wie ein Römerlager aus und mehr wie eine Burg. Wobei das ist die Rekonstruktion, aber was man gefunden hat, weil es eben später überbaut wurde von einem Wirtshaus und drum erhalten wurde, sind hier die Fundamente von diesem Römer Burgus, wo man sogar noch sieht, auch die Brandschicht, wo das irgendwann einmal zerstört worden ist. Und als letzten Punkt natürlich das Stift Kremsmünster. Ganz, ganz eng verbunden mit dem Bayernherzog Tassilo, mit dem letzten unabhängigen Bayernherzog, der dann von Karl dem Großen entmachtet wurde, 777 gegründet. Heute natürlich vor allem ein Barockkloster, aber auch da sieht man noch mittelalterliche Bausubstanz, wenn man weiß, wo man nachschauen muss. Man hat natürlich im Keller auch, also in der Krypta, auch dieses legendenumwobene Guntergrab, wo angeblich ein zu Tode gekommener Sohn vom Herzog Tassilo begraben ist, wobei da nicht ganz klar ist, wie viel ist Mythos, wie viel ist Legende, wie viel ist echt. Und natürlich der großartige Tassilo-Kelch, um den es auch ganz, ganz interessante Geschichten und neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch gibt, was wirklich die Bedeutung von dem war und wie der verbunden ist mit dem Herzog Tassilo, da verrate ich jetzt aber noch nichts, das kriegen wir dann dort bei der Führung erzählt. Und dann geht es wieder zurück nach Linz. Wie gesagt, eine kurze, aber total interessante zweitägige Studienreise Ende August zu diesem Thema. Ich weiß, wir sind eigentlich schon bei einer Stunde, aber ein bisschen, was habe ich noch? Eine Mehrtagesreise und dann noch ganz, ganz kurz ein paar Eintagesreisen. Also wenn Sie noch Geduld haben mit mir, es lohnt sich. Ich bemühe mich, dass ich mich kurz halte. Eine weitere kurze historische Studienreise, die wir haben. Über 4 Tage ist der Aufstieg der Habsburger zwischen Schweiz und Vorderösterreich. Da sind wir wieder bei so einer Umbruchszeit im Hochmittelalter, im 13. Jahrhundert. Das Haus Habsburg ist ja allen ein Begriff. Und dieses Haus Habsburg geht tatsächlich zurück auf die Habsburg in der heutigen Schweiz, die Habichtsburg, wo diese Familie ihre Wurzeln hat und im 13. Jahrhundert eine von vielen regional bedeutenden Grafenfamilien waren, die da ein leicht verstreutes Territorium beherrscht haben, aber die waren nicht einmal in der Region ursprünglich die dominante Familie, sondern da hat es verschiedene andere Familien gegeben, wie auch die Zähringer, die Savoyer, die Kyburger und die Montforter Grafen, die alle mit den Habsburgern konkurriert haben im 13. Jahrhundert noch. Und daneben eine ganze Reihe von bedeutenden selbstständigen Städten und auch Bistümern, die auch jeweils in dieser Region Macht und Einfluss genossen haben. Also überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Habsburger da von dort aus die Dominanz errungen haben. Aber das ist eben gelungen im 13. Jahrhundert, im Interregnum, in der Zeit, als es eine Zeit lang keine anerkannten Kaiser im Heiligen Römischen Reich gegeben hat, keine zentrale Autorität, wo die Karten neu gemischt wurden. Und da ist eine ganz spannende Geschichte, wie das dann eben dem Rudolf von Habsburg gelungen ist, da in diesem Spiel der Throne, wie man es bezeichnen könnte, die anderen Adelsfamilien zu übertrumpfen und Macht zu gewinnen. Und letztendlich hat er es ja dann sogar geschafft, dass er zum König gewählt wurde und dann die Macht im Heiligen Römischen Reich sozusagen übernehmen konnte. Und dadurch, dass die Habsburger dann sozusagen
nicht mehr nur einfache Grafen waren, sondern es immer wieder geschafft haben und irgendwann einmal dann dauerhaft geschafft haben, Könige und Kaiser in diesem Heiligen Römischen Reich zu werden, konnten sie ihre Macht von dort aus ganz gewaltig über weite Teile Europas ausbreiten, bis hin schließlich zum Reich, in dem die Sonne nicht unterging, vom Karl dem V. im 16. Jahrhundert, das eben wirklich weite Teile der Welt umfasst hat. Auf allen Erdteilen war das vertreten. Und wir erkunden eben auf dieser Reise in 4 Tagen die Region, in der das alles seinen Anfang genommen hat. Wir fahren zuerst nach Vorarlberg, nach Feldkirch, wo wir die Schattenburg besuchen. Die Schattenburg, die war nicht der Sitz der Habsburger, sondern von den Grafen von Montfort, die eben da lange Zeit Konkurrenten waren. Und die waren so bedeutend, also die haben im Prinzip dieses ganze Land, Land Vorarlberg aufgebaut und zusammengeführt und aufgebaut. Und waren so bedeutend, dass ihr Familienwappen, das man links oben sieht, heute noch das Wappen von Vorarlberg ist. Allerdings, das Ganze ist nur so lange gut gegangen, bis sie in Konkurrenz zu den Habsburgern geraten sind. Denen wollen sie dann unterlegen und mussten letztendlich ihre Besitztümer verkaufen und abtreten. Aber die Schattenburg, die ist noch erhalten und ganz interessant, nämlich auch mit Inneneinrichtung, mit spätgotischer erhalten. Also sehr interessant zu besichtigen. Dann kommen wir nach St. Gallen, ein ganz, ganz altes Kloster in der Region, das wirklich auf die karolingische Zeit zurückgeht. 8. Jahrhundert hat damals so ausgesehen, aber auch in der heutigen Klosteranlage kann man diese Grundstruktur noch erkennen, obwohl natürlich die Kirchenbauten dann später auch barock überformt wurden. Und das hat eine ganz tolle Klosterbibliothek, dieses Stift St. Gallen, mit frühmittelalterlichen Manuskripten, einige der ältesten erhaltenen Musikstücke, musikalische Aufzeichnungen, Liedtexte, aber auch Urkunden und illustrierte Manuskripte. Also das werden wir uns dort anschauen, das ist ganz, ganz toll. Dann kommen wir nach Winterthur, wo wir dann 2 Nächte bleiben und von dort aus die Region erkunden. Da kommen wir dann nach Bruck an der Aare, wo die Habsburger ihren Ursprung, ihren Aufstieg, den Ursprung ihres Aufstiegs sozusagen haben. Das ist ein ganz kleiner Ort an einer Brücke über den Fluss Aare, darum heißt das Ganze auch Bruck, war eigentlich ein römisches Kastell und in den Ruinen von diesem römischen Kastell baut sich im 10. Jahrhundert oder frühes 11. Jahrhundert ein gewisser Lanzelin, der vermutlich aus dem Elsass gekommen ist, niedergelassen und ist dort der lokale Machthaber geworden in der sogenannten Altenburg. In einem Eck da, in diesen Römerbefestigungsanlagen, hat er sich seinen ersten Unterschlupf gebaut und sein Sohn, ein gewisser Radbot, dem war das dann schon zu klein, der hat dann ein paar Kilometer außerhalb die Habichtsburg gebaut oder Habsburg. Und der war dann quasi der Begründer dieser Familie, die sich Habsburger genannt hat fortan. Diese Habsburg, die war natürlich früher wesentlich größer, heute erhalten ist nur noch dieser grün angeleuchtete Teil, aber ist trotzdem sehr interessant, an diesen Ort zu kommen, wo wirklich diese extrem bedeutende Adelsfamilie einen Ursprung genommen hat. Das müssen wir uns natürlich anschauen. Wenige Kilometer entfernt ist dann das Kloster Muri, ebenfalls gegründet von diesem Grafen, von diesem Radbot, diesem Begründer der Habsburger, als Familienkloster. Diese mittelalterlichen Adelsfamilien haben sich dann immer auch relativ bald eine geistliche Stiftung zugelegt, ein Familienkloster, einerseits damit dort die Mönche für das Seelenheil beten konnten, damit man sich sozusagen auch für das Jenseits absichert als Adelsfamilie, andererseits aber auch als Grablege. Und dort befindet sich tatsächlich in diesem Kloster heute noch die Krypta mit den Gräbern der frühen Habsburger, der frühen und der ganz neuen Habsburger, weil während sie reich und mächtig waren, sind sie ja dann, haben sie ja dann ihre Bestattungen natürlich gehabt in der Kapuzinergruft in Wien. Aber seit 1970, wo ihnen das nicht mehr so voll zugänglich ist, sind die Habsburger wieder dort in Muri bestattet worden. Bis auf so Ausnahmen wie den Otto von Habsburg natürlich oder die Zita, die auch in die Kapuzinergruft noch gekommen sind. Dann schlafen wir wieder in Winterthur, beziehungsweise dort werden wir auch noch eine interessante Burg sehen, die Kühburg von den Kühburger Grafen, die ebenfalls lokale teilweise Partner, teilweise Konkurrenten der Habsburger waren in diesem regionalen Machtkampf. Diese Burg ist auch noch ganz gut erhalten und kann besichtigt werden und da kriegt man eben einen Einblick, wie so regionale Grafen damals dort gelebt und residiert haben. Dann kommen wir nach Schaffhausen,
Schaffhausen, eine bedeutende Stadt in der Region, die eben auch dann in den Einflussbereich der Habsburger gelangt ist und eine sehr bedeutende mittelalterliche Handelsstadt war und in der Renaissance auch noch sehr reich und wohlhabend. Da sieht man tolle Sgraffito-Häuser und eine Festung, die das Ganze überragt, wobei eben Schaffhausen sich dann angeschlossen hat, dieser schweizerischen Eidgenossenschaft, die dann rebelliert hat gegen die Habsburger, wo dann eben die Schweiz entstanden ist und die Habsburger eigentlich ihre ursprünglichen Stammgebiete später verloren haben wieder im 15. Jahrhundert. Aber was ihnen geblieben ist als Überbleibsel von diesen ursprünglichen Herrschaftsgebieten, war ein Streubesitz zwischen Vorarlberg und Elsass, der dann als Vorderösterreich verwaltet wurde und jahrhundertelang eben auch im heutigen Süddeutschland eigentlich als Teil von Österreich betrachtet wurde, eben die Provinz Vorderösterreich. Und die werden wir dann auch noch erkunden. Da kommen wir zuerst ins Kloster St. Blasien, das im Mittelalter noch so ausgesehen hat, aber im 18. Jahrhundert haben die einen ganz ehrgeizigen barocken Abt gehabt. Der hat den Ehrgeiz gehabt, sein Kloster muss ein tolles Barockkloster werden und die Grabstätte der Habsburger Kaiser. Hat da unheimlich viel Geld ausgegeben und eine riesige Kirche und eine riesige Kuppel gebaut. Es sind dann auch tatsächlich ein paar wenige Habsburger Gräber dorthin transferiert worden. Aber letztendlich ist das Projekt gescheitert, weil ja dann mit den Napoleonischen Kriegen dieses Vorderösterreich geendet hat und dieser Besitz neu verteilt wurde. Und letztendlich ist es nie die große Habsburger Grabstätte geworden. Aber was übrig ist von diesem Projekt, ist diese tolle Kirche mit dieser großartigen Kuppel, wo alles ganz lichtdurchflutet ist, ein großartiges barockes Bauwerk. Dann kommen wir nach Endingen, eine Stadt, die auch Teil von diesem Vorderösterreich war und wo es auch das Vorderösterreich Museum gibt, in diesem Üsenberger Hof, das einzige Museum meines Wissens, das sich mit der Geschichte von diesem wenig bekannten Vorderösterreich auseinandersetzt. Das müssen wir natürlich auch besuchen. Wir kommen nach Freiburg, eine ebenfalls interessante und wichtige Stadt, die auch dann in diesem Vorderösterreich gelegen war und wo es auch tolle Bauwerke gibt aus dem 16. Jahrhundert, wie hier das alte Kaufhaus, die Gässli und Bächli. Wir kommen nach Ulm auch noch, was auch zu diesem habsburgischen Einflussbereich eine Zeit lang gehört hat. Eine ganz bedeutende Stadt im Spätmittelalter und in der Renaissance mit tollen Baudenkmälern aus der Zeit. Im Metzgerturm sehen wir hier das Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt. 162 Meter fast ist der hoch. Und hier am Ulmer Rathaus sind verewigt die Ulmer Schachteln. Das waren praktisch Kolonisationsschiffe, wo vor allem im 15., 16., 17. Jahrhundert Siedler angeworben wurden, um die durch die osmanisch-habsburgischen Kriege entvölkerten Gebiete in Südosteuropa neu zu besiedeln. Die sind in diesen Ulmer Schachteln, in diesen Schiffen die Donau hinuntergefahren und haben in Siebenbürgen und anderswo sich angesiedelt. Und die Schiffe wurden dann zerlegt. Die waren gleichzeitig praktisch das Baumaterial für die neuen Siedlungen. Sieht man da einen Nachbau. Ja, und dann kommen wir mal zurück nach Linz. 4. bis 7. August, wie gesagt, eine kurze viertägige Reise, dementsprechend auch ein bisschen günstiger, aber sehr interessant. Wir sind schon fast am Schluss, nur noch ganz kurz. Wir haben auch noch eine Reise nach Südtirol, Andreas Hofer und Erzherzog Johann, wo man hier die Route sieht, wo wir uns auf die Spuren dieser legendären historischen Figuren in der Tiroler Geschichte begeben, im heutigen Südtirol, also beginnend natürlich in Innsbruck am Berg Isel, wo die berühmte Berg-Isel-Schlacht war in diesem Aufstand, Tiroler Aufstand gegen die Bayern und Franzosen vom Andreas Hofer, wo es dieses tolle Panorama gibt, das Tirol-Panorama, das inzwischen nicht mehr in diesem alten Gebäude ist, wo es früher war, wo man es vielleicht bei den Schulausflügen auch selber noch gesehen hat als Kind, sondern inzwischen wirklich am Standort am Berg-Isel wieder. Wir fahren über den tollen Jaufenpass und haben dann unser Hotel in St. Leonhard im Passeiertal, wo auch der Andreas Hofer zu Hause war, beim Sandwirtshaus, eben der Sandwirt war er ja, das werden wir uns natürlich auch anschauen, da gibt es ein ganz tolles Andreas Hofer Museum, das nicht einfach nur Heldenverehrung betreibt, sondern das sich auch wirklich
kritisch auseinandersetzt mit den Unterschieden zwischen dem tatsächlichen Andreas Hofer und der mythischen Person des Andreas Hofer, und generell auch mit der Frage, wozu man heute noch Helden eigentlich braucht und was Helden ausmacht und ob es nicht vielleicht auch andere Helden gibt. Wir werden dort auch erkunden, die Pfandleralm, da werden wir eine kleine Wanderung hinauf machen, wo sich der Andreas Hofer dann versteckt hat, wie er verhaftet wurde und hingerichtet wurde von den Franzosen. Wir werden einen Schildhof sehen, das sind mittelalterliche Bauernhöfe, die sich bis heute erhalten haben, die Schildhof heißen, weil die dortigen Bauern eigentlich wie kleine Adelige keine Abgabenleistungen geleistet haben, sondern zur Wehrpflicht verpflichtet waren, eben mit Schild und Speer. Wir werden aber auch nach Meran kommen und die dortige schöne Altstadt erkunden. Wir werden Schloss Tirol sehen, von dem Tirol seinen Namen hat. Wir sehen aber natürlich auch Schloss, wo die Grafen von Meran gelebt haben, nämlich der Erzherzog Johann, der ja diese Postmeisterstochter geheiratet hat, die Anna Blochel, und drum eine eigene Familie gegründet hat, deren Nachkommen heute noch dort wohnen. Und der Erzherzog Johann, der ja auch verbunden ist in seiner Lebensgeschichte mit dem Andreas Hofer. Und auf der Rückfahrt nehmen wir noch die Franzensfeste mit, eine Befestigungsanlage, eine ganz tolle aus dem 19. Jahrhundert, die auch auf den Erzherzog Johann zurückgeht. Ist eine ebenfalls viertägige Reise im Oktober. Und ganz kurz sei noch erwähnt, ein paar Tagesstudienreisen, die wir haben, am 30. April, da sind noch Plätze frei, Reiter, Nomaden und Seidenstraßen, Sonderausstellungen auf der Schallaburg und im Weltmuseum Wien. Da haben wir auf der Schallaburg eine Sonderausstellung, wo es geht um die Hunnen, die Ungarn und die Bulgaren, also verschiedene Reiter-Nomadenvölker, die alle irgendwann einmal nach Europa gekommen sind im Frühmittelalter. Nur die Hunnen sind verschwunden, die Bulgaren und die Ungarn sind geblieben. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, das vergleichend anzuschauen. Warum war das so unterschiedlich, dass die einen verschwunden sind, die anderen geblieben sind, ist eine ganz interessante Sache. Und im Weltmuseum Wien ist eine Ausstellung über die Seidenstraßen, über die historische Seidenstraße des Mittelalters mit Marco Polo und so weiter, aber auch die neue Seidenstraße, die China aktuell gerade baut als Wirtschaftsroute quer durch Zentralasien, ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Dann haben wir Dalí Freud, eine Obsession, eine Tagesfahrt nach Wien, wo es im Belvedere eine tolle Sonderausstellung gibt und natürlich auch das Freud-Museum, die Praxis von Sigmund Freud. Das ist nämlich eine ganz interessante Sache. Salvador Dalí, mit seinen surrealen Werken, der war ein totaler Fan von Sigmund Freud. Er war geradezu besessen von ihm, hat ihm ständig Briefe geschrieben und wollte ihn unbedingt treffen, hat das erst ganz am Schluss vom Leben von Sigmund Freud, als dann der Freud schon im Exil war, ist er ihm kurz wirklich begegnet. Aber er war begeistert von dieser Idee der Psychoanalyse und vom Unterbewussten. Und ganz viele seiner Bilder lassen sich auch als Expedition ins freudianische Unterbewusste sozusagen lesen, weil sie solche traumartigen Szenen darstellen. Und die Sonderausstellung in Belvedere versucht das eben, und wir besuchen aber natürlich auch die ehemalige Praxis von Sigmund Freud, damit wir auch die Theorien dahinter sozusagen kennenlernen. Wieder eine andere Variante, wo auch Freud dabei ist, ist diese Tagesfahrt nach Wien, Wiener Blut. Da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen von der Fernseh- und Buch-Krimiserie, die es gibt, Vienna Blood, die jetzt im ORF auch immer war, Kriminalistik und Psychoanalyse im Wien der Jahrhundertwende, wo wir einerseits besuchen das Wiener Kriminalmuseum, wo ganz spannende Fälle dargestellt sind und auch wie sich die Kriminalistik im 19. Jahrhundert in der Großstadt Wien langsam entwickelt hat mit professionellen Methoden und natürlich auch mit Anleihen bei der Psychoanalyse. Wir werden Spaziergänge machen, geführte Spaziergänge durch Wien, wo man an Orte kommt, wo berühmt-berüchtigte Mordfälle passiert sind, die ich dann auch erzählen werde an den entsprechenden Stellen. Und natürlich auch da besuchen wir auch die Praxis von Dr. Freud. Und als letzten Hinweis noch, es gibt auch eine Tagesstudienreise zum Donau-Limes-Thema, zum Römer-Thema am 22. Oktober, wo wir zuerst nach Enns fahren, wo es das Römermuseum Lauriacum gibt, die ein ganz modernes Konzept verfolgen und eben auch praktisch die Römer zum Anfassen bieten, eine interaktive, moderne Ausstellung, wo man viel ausprobieren kann. Und am Nachmittag geht es dann weiter ins Keltendorf mit der Kirchen, ein Freiluftmuseum, wo man in die Welt der Kelten eintauchen kann und wo es auch interaktive Sachen zum Ausprobieren
gibt, wo man Metallverarbeitung ausprobieren kann und gezeigt bekommt, wo man keltisches Handwerk bekommt zum Ausprobieren und Anschauen und wo man auch mit Pfeil und Bogen sich ein bisschen üben kann. Also das Ganze ist sozusagen eine historische Abenteuerspielreise in die Welt der Römer und Kelten. Ja, jetzt habe ich wirklich um 20 Minuten überzogen. Es tut mir sehr leid. Danke an alle, die die Geduld gehabt haben. Ja, möchte noch jemand irgendwas fragen? Gibt es Ich noch Dinge, die stoppe wir jetzt die besprechen wollen? Aufzeichnung. Ja.